Kaputte Armbrust. Was soll ich denn damit? Schmiede einen neuen Bogen. Oh, repariere die Armbrust. Repariere den Blasebalg. Lege den Weg zum Park frei. Folge dem Poltergeist. Sind die Notizen auch schon sowas wie Cheaten? Also diese Ziele hier eigentlich nicht, oder? Da ist ein Heulbein. Sehe ich ja jetzt erst. Ach, da ist die Kurbel. Spiegel. Gewächshaus. Das bedeutet, wir sind hier. Da geht's zum Gewächshaus. Okay. Hi. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, ich kann kein Latein. Die fünf Sonnen werden die Dunkelheit vertreiben. Zum Glück kann Christian Latein. Die fünf Sonnen. Ich fürchte, ich brauchte noch einen Hinweis, weil das hilft mir gerade gar nicht. See und Gewächshaus. Okay. Das Fass hält die Brücke oben. Ich muss das Gewicht reduzieren, damit die Brücke herunterkommt. Vielleicht kann ich ein Loch hineinschießen. Dafür müssen wir dann die Armbrust reparieren. Ich glaube nicht, dass ich schon. Ich bräuchte bestimmt auch noch den Blasebalg. Den kann ich, den habe ich irgendwie noch nicht reparieren können bisher. Was ist das? Eine Eisenplatte. Ich komme erst daran, wenn die Brücke heruntergelassen ist. Okay. Ist hier was? Da habe ich mich jetzt so gar nicht groß umgeguckt. Kohle! Ist sonst noch was? Sieht nicht so aus. Gewächshaus. Was haben wir denn hier? Noch ein Zettel? Endlich hat Richard der Hochzeit zugestimmt, die ich für ihn arrangiert habe. Ausgezeichnet. Hoffentlich hat der Junge endlich eingesehen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Gibt's gar keinen Text dazu. Okay. Theorie? Richard hat nicht Brenda geheiratet, sondern eine andere Frau, weil der Vater das so wollte. Und Brenda war deswegen sauer auf Kathy? Vielleicht, oder ist Kathy das ein kleines Mädchen gewesen? Ich weiß es nicht. Weil da hatten wir ja einmal hier, Kathy sagt, sie fühlt sich beobachtet oder verfolgt oder irgendwie sowas. Ist jetzt erstmal so meine Theorie. Und der Vater hat vielleicht Brenda tatsächlich umgebracht. So. Schraubenschlüssel, Kamera, Tannenzapfen, Löffel, Krieg. Oder Brenda hat Richards Frau umgebracht. Schraubenschlüssel, Kamera, Tannenzapfen, Löffel, griechisches Relief, Brille, Geige, Kompass, Hut mit Klaue. Maskenest mit Ei und Pflanzenstäbe. Pflanzstäbe. Wie sehen denn Pflanzstäbe aus? Das kenne ich nicht, muss ich gestehen. Brille. Achso, da fehlt noch ein Glas.
Da. Nee, das ist eine Lupe. Da ist ein Ei. Da ist ein Ei, da ist ein Nest. Dann mach schon mal das. Ein Löffel. Tannenzapfen. Griechisches Relief. Was habe ich mir denn darunter ehrlich gesagt vorzustellen? Das da? Okay. Damit hätten wir das auch geklärt. Kamera. Schraubenschlüssel. Das war eigentlich eine Rohrzange. Schraubenschlüssel ist das, womit man die Muttern abschraubt. Geige. Hut mit Klaue. Das da ist ein Schraubenschlüssel. Das hier unten. Da hat wieder was mit der Übersetzung nicht gepasst. Das sind wohl die Stäbe. Kann ich das auch fotografieren? Ich fotografiere einfach so wahllos vor mich hin. Ja, Klaue. 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 Brauche noch die Klaue und ein Stück Brille. Also ein Stück Glas. Nee. Ich sehe aber auch gerade. Ah! Ein Krokodil, dann die Hut. Da! Oh. So. Krieg die Stäbe. Bolzen. Ah, okay, dafür meine Armbrust. Gut. Das habe ich vergessen. Das habe ich auch nicht gemacht. Und das da. So. Ist das ein Hinweis oder muss ich da erst noch was basteln? Die Symbole kommen mir bekannt vor. Was war denn nochmal hier auf unserem. Habe ich das hier. Sieht wie eine Sonnenuhr aus. Die fünf Lampen werfen Schatten. Nee, tun sie eigentlich nicht. Also mindestens nicht hier auf dem Bild. Soll mir vermutlich sagen, welche Uhrzeit ich dafür einstellen soll. Die Frage ist aber. Tun die Ohren gerade weh. Muss noch was draufsetzen. Eine Lampe. Bitte den Weg. Ich habe eine Lampe. Aber. Okay. Können wir das natürlich auch fotografieren. Aber ich glaube, ich schreibe mir das lieber auf. Weil die Fotografie ist ein bisschen kleiner. Papier. Jetzt habe ich gestern hier aufgeräumt und habe natürlich einen Haufen Papier weggeworfen. Moment. So, Papier und Stift. Dann haben wir jetzt bei dem Vollmond, behaupte ich jetzt einfach mal, weil das gibt es nicht bei einer Sonne. Beim Vollmond habe ich hier, ist glaube ich 11. Ich bin nicht ganz so fit in römischen, oh, in römischen Zahlen. Ich habe gerade das Spiel minimiert, Moment. So.
bei dem, es ist so ein Halb-Dreiviertelmond, keine Ahnung. Ich mach mal so einen Halbmond, wo das hier schwarz ist. Da hab ich. Das kann ja aber nicht alles der mittlere Ring da sein. Oder ist das die. Ist das wirklich. So wie ich das machen soll? Weil das ist irgendwie sehr. Nein. Ist irgendwie sehr. Ungenau, finde ich. Machen wir jetzt das. Das hier drüben schwarz ist. Da habe ich eine 6, eine 7, eine 8. Nee, ich möchte eigentlich hier hinten. Danke. Ich habe hier nur 3 Kreise. Okay, dann habe ich jetzt hier noch das da. Wo es hier sehr schwarz ist. Also ein Sichelmond. Tja, mit was? Ist das eine X oder ist das... Das X ist gleich wieder so eine 11 oder was? Ich weiß es nicht. Das sieht man echt nicht so gut. Hier war einmal ein Reflektor, aber er wurde beschädigt. Ein Reflektor. Und jetzt? Der Docht hat kein Benzin. Benzin habe ich aber nicht, ne? Brauche ich dann? Ich habe Öl. Dann mache ich das gerade falsch und brauche noch den Reflektor dazu. Das könnte natürlich sein. Bleibt mal da stehen. Eigentlich müsste ich doch aus dem Auto Benzin kriegen. Ich habe jetzt ein Fass mit dem Loch. Geh her. Ich brauche einen Blasebalg. Ach so. Stimmt, den konnte ich bisher noch nicht reparieren. Ich kann den Blasebalg erst benutzen, wenn ich das Loch geflickt habe. Womit denn? So viel Kram. Oh, da ist noch ein Zettel. Ich sorge mich um Richard. Seit Brandas Tod interessiert er sich für Spiritualismus. Vielleicht sollte er sich von einem Arzt untersuchen lassen. Das wollte ich nicht. Was haben wir denn hier noch? Ich muss den Schlauch vom Rohr abschneiden. Ja? Habe ich einen Schlauch. Ich muss dieses Loch versiegeln, wenn ich das Fass verwenden will. Ich habe eine Schaufel.
können wir denn jetzt noch tun? Hier scheint ja soweit nichts mehr zu sein, das ich mitnehmen könnte, oder? Ne, hier springt es immer wieder um. Da ist ein Fass. Das brauche ich aber scheinbar nicht. Hier schwingt eine Tür auf und zu, aber ansonsten scheint ja auch nichts zu sein. Okay. Okay, ich habe jetzt ein Fass. Frage ist, was ich mit diesem Fass denn tun soll. Ich will hier noch irgendwas tun. Das habe ich mir schon angeguckt. Dafür das Vögelchen brauche ich eine Nachricht. Da liegt noch was. Brenda, ich hoffe, du liest dies. Ich bitte dich, meine Familie nicht weiter zu belästigen. Es war ein Unfall. Hä? Da ist was. Hier ist was vergraben. Bin ich da? Mein Vater ist argwöhnisch. Er denkt, dass ich den Verstand verliere. Und ich bin versucht, ihm zuzustimmen. Ich weiß nicht, ob der Schatten Brenda war oder mein Verstand mir Streiche spielt. Ich verstecke meinen Ring in der Statue und zerbrach den Schlüssel in zwei Teile. Ach, ich versteckte, Entschuldigung. Eine Hälfte versteckte ich in dem Pavillon im Park der Insel. Niemand darf sie finden, während ich nach ihrem Ring suche. Aber die andere Hälfte versteckt, das hat er nicht gesagt. Schuftiger Schuft. Ach, da ist die eine Hälfte. Okay. Schlüsselhälfte. Täubchen, guck mal. Der Vogel hat gerade eine Nadel fallen gelassen. Vielleicht kann ich den Blasebalg ja doch zunähen. Nadel und Faden. Ich kann damit gar nicht weitermachen. Also da und dann da. Schade. Was soll ich mit dem Schlauch machen? Nadel und Faden. Okay, Pavillon. Was denn für ein Pavillon? Hier ist mal kein Pavillon drauf. Im Pavillon im Park. Meint er das hier? Jetzt habe ich Nadel und Faden. Was mache ich denn mit Nadel und Faden? Hier mache ich damit schon mal nichts. Schuppen ist bestimmt Benzin. Brauche ich das denn schon? Ich habe jetzt so viel Kram hier. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich habe einen Stock, Bolzenschneider, eine Ölkanne, kaputter Blasebalg, eine Zange, Rasiermesser, Feuerzeug, Flasche, Hammer, kaputte Armbrust, Bolzen, Schlauch. Fass, Hälfte des Schlüssels, Nadel und Faden.
Ja, die Nachricht noch mal. Ich versteckte meinen Ring in der Statue und zerbrach den Schlüssel in zwei Teile. Eine Hälfte versteckte ich in dem Pavillon im Park der Insel. Ich hätte wissen müssen, dass ich... Was? Richard. Richard fleht den Poltergeist inständig an. Ich hätte wissen müssen, dass sich eine sitzen gelassene Braut nur durch einen Ring besänftigen lässt. Ich muss ihn finden. Wenn ich einen Poltergeist herbei beschwören kann, kann ich ihn bestimmt auch vertreiben. Du hast ihn gar nicht beschwört. Oder meinst du jetzt einfach so rein? Ja, wenn ich sowas kann, müsste ich das ja auch wieder wegmachen können.